Deutschlandfunk. Am Tag der Kreuzigung des Herrn, Karfreitag, übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Apostel-Paulus-Kirche in Berlin-Schöneberg. Dieser Karfreitag trifft auf einen besonderen Gedenktag. Am 19. April 1943 begann der Aufstand im Warschauer Ghetto. Er endete in Tod und Vernichtung. Am Karfreitag fragen wir uns, was hat der Tod des einen mit uns allen zu tun? Und in diesem Karfreitag haben wir etwas Besonderes getan. Wir haben ein Schicksal, das Schicksal der Salomea, die einen Brief geschrieben hat, 3 Tage vor der Deportation, in den Mittelpunkt genommen und ihre ganze Familie ist gekommen. This letter is part of our family for a long time. The history of Salomea and the history of my father was the only survivor of, from the old family. He was the only one who escaped after the war and reached Israel, Palestine at that time. And he brought this letter with him. Meine Teuren, bevor ich von dieser Welt gehe, will ich euch, meine Liebsten, einige Zeilen hinterlassen. Unser Ende naht. Man spürt es. Man weiß es. Wir sind alle, genau wie die schon hingerichteten, unschuldigen, wehrlosen Juden zum Tode verurteilt. Der kleine Rest, der seit den Massenmorden noch zurückgeblieben ist, kommt in der allernächsten Zeit, Tage oder Wochen, an die Reihe. Das kann kein normal denkender Mensch glauben, dass solche Martereien zu ertragen sind, dass man im 20. Jahrhundert solche Gräueltaten erleben kann. Wir haben den Klarinettisten Nur Ben Shalom gehört, der Lieder, die auf den Zügen komponiert wurden, singend aus einem Jerusalemer Archiv zu uns gebracht hat und ein kleines Quartett hat diese Lieder komponiert. Und diese Inhalte auch zu hören, das ist für uns in diesem Gottesdienst auch eine schwere Last zu gewesen. Das Schicksal des Jungen, der bleich vom Hunger ist und der seine Bar Mitzwa nicht mehr erleben wird. All diese Dinge haben wir in unsere Mitte genommen und haben gemerkt, dass der Gottesdienst auch eine Transformation dieser Rache, die Salomea Oxluft sich gewünscht hat, dass dieser Gottesdienst eine solche Transformation sein kann. What happened today here in the church was one possible step for her wishes, for Salomea's wishes. Through music. Mostly and her text. Yes, and she was a musician, she was a pianist. It's a kind of a mission that you took upon yourself to give the voice of Salomea a broader significance and a broader public to hear her words. And I was very touching from the reading of this letter here in the church today. It was a deep experience for me here. So, for us it was, today, it was something not expected. I mean, to brought it to actually to the public, to the German public here in Berlin and also broadcasting to all Germany. Sehr bewegend war dieser Gottesdienst für mich. Wir haben ihn ja lange und ausführlich vorbereitet. Und ich bin nach wie vor so dankbar, dass Nur Ben Shalom diesen Brief mitgebracht hat und dass der so im Zentrum unseres Gottesdienstes stehen konnte und wir damit dieser jungen Frau und ihrer ganzen Geschichte und damit auch der Geschichte des jüdischen Volkes in dieser entsetzlichen Zeit so einen Platz hier bei uns geben konnten. Die Apostel-Paulus-Kirche ist ja die zweitgrößte Kirche in Berlin
Aber wir waren als Gemeinde und als Musiker und als Pfarrerinnen und Pfarrer ganz dicht beieinander, als säßen wir an einem Tisch und säßen mit Salomea Oxluft an einem Tisch, hören ihre Stimme, hören ihre Kinder und Kindeskinder, die uns erzählen, wie es durch die Generationen hindurch ihr Schicksal sie beschäftigt hat, was das für ihr Leben bedeutet. Die Apostel-Paulus-Kirche war heute mitten in Schöneberg ein großer Tisch, an dem wir gesessen haben. What you did here today with this Jewish music, transform it with the combination of the org into this ceremony, was a kind of putting her wishes and her words here in Berlin today, to bring it to a broader audience. And musicians want to be here, so you gave her a chance. A voice. A voice, yes. And it was wonderful. Also to bring this Jewish music into the church was a courageous step. You did a courageous step. My son.